Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Damen und Herren. Heute, an diesem 1. Mai, organisiert Nicolas Sarkozy in Paris ein Meeting, um die echte Arbeit zu feiern, wie er sagt. Die Arbeitnehmenden ihrerseits brauchen nicht über die Arbeit zu sprechen. Sie kennen sie, sie erleben sie Tag für Tag. Wenn Sie aber in der Schweiz, in Frankreich und auf der ganzen Welt dem Aufruf der Gewerkschaften folgen und sich versammeln, so tun Sie das, um Ihre Würde zu verteidigen, anständige Löhne zu fordern, um daran zu erinnern, dass eine dauerhafte, prosperierende Gesellschaft nur auf Freiheit für alle, sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit aufgebaut werden kann. Warum diese Mobilisierung in der Schweiz? Zuerst einmal, um eine gerechtere Verteilung der Früchte des Wachstums zu verteidigen. Und zweitens, weil wir den Schweizer Werkplatz nicht sein Schicksal überlassen können und wollen. Natürlich, unsere Arbeitslosigkeit ist tief. Unseres Wachstum ist eines der höchsten in Europa. Das stimmt. Und das ist hier das Resultat der Anstrengungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land. Wenn es aber darum geht, die Früchte zu ernten, sprechen sich Aktionäre und Manager den Löwenanteil zu. Innerhalb von 10 Jahren hat ihr Einkommen um 20% zugelegt. Jene, welche die Maschine am Laufen halten, die gewöhnlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, jene, die von morgen bis abends ihre Kraft den Arbeitgebern zur Verfügung stellen, sie mussten zusehen, wie ihr Lohn stagnierte mit durchschnittlichen Lohnerhöhungen von 0,5% pro Jahr. Diese Stagnation der Löhne, kombiniert mit einer Erhöhung der Krankenkassenprämien und Mieten, führt im besten Fall zu einem Erhalt der Kaufkraft, im schlimmsten Fall zu einer deutlichen Senkung derselben. Heute stehen zahlreiche Familien mit tiefen und mittleren Einkommen schlechter da als vor 10 Jahren. Das ist das offensichtlichste Symptom des Scheiterns der Politik, des Laissez-faire von Doris Leuthard und später von Johann Schneider-Ammann an der Spitze des Volkswirtschaftsdepartements. Wenn wir heute demonstrieren, so geschieht das nicht, weil wir glauben, dass alles beim Alten bleiben kann. Wir sind überzeugt und wir stehen für eine andere Politik. Mit einer Erweiterung der Gesamtarbeitsverträge und der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns könnten wir nicht nur gewährleisten, dass alle von ihren Früchten ihrer Arbeit leben können. Wir würden damit vor allem erreichen, dass die ganze Lohnskala in der Schweiz angehoben würde. Stagnation der Löhne und schleichende Desindustrialisierung. Zeichen des wirtschaftlichen, politischen und sozialen Scheiterns einer Rechten, welche die Finanzwirtschaft gegenüber der Industrie, die Aktionäre gegenüber der Arbeitnehmenden, das Elitedenken gegenüber der Chancengleichheit privilegiert hat. Meine Damen und Herren, die Resignation von Politik und Wirtschaft angesichts des starken Frankens ist inakzeptabel. Wie das Beispiel Merckx-Renault in Genf letzte Woche zeigt, sehen wir uns mit einer beispiellosen Welle der Verlagerung von Arbeitsplätzen konfrontiert. Die meisten Fälle sind weit weniger spektakulär, ihre Auswirkungen mittelfristig, aber genauso dramatisch wie der in Genf. Hier wird eine kleine Produktionseinheit in der Eurozone verlegt. Dort öffnet sich ein Forschungszentrum in Frankreich statt im Kanton Waadt. Hier wieder werden die in der Schweiz vorgesehene Investition neu bewertet und in Osteuropa umgeleitet. Wir sind mit einer Desindustrialisierung konfrontiert, wie sie England unter Margaret Thatcher gekannt hat, nur schleichender, heimtückischer. Was die englischen Neoliberalen aus ideologischen Gründen zerstört haben, riskiert die Schweizer Rechte aus Nachlässigkeit zu vernichten. Sie hat die Unabhängigkeit der Nationalbank zum unantastbaren Dogma errichtet. Sie will sich nicht vorstellen, dass der Staat eine echte Industriepolitik betreiben kann, dass er für die in der Schweiz ansässigen Unternehmen Anreize schaffen, sie unterstützen, ihren günstige Rahmenbedingungen bieten kann. Die Liberalen, die Neoliberalen ziehen es offensichtlich vor, mit großzügigen Steuerprivilegien die Verwaltungssitze großer ausländischer Unternehmen anzulocken, anstatt die bestehenden Industriestruktur, die heutigen Arbeitsplätze zu verteidigen. Dieser 1. Mai bietet uns die Gelegenheit, einmal mehr zu wiederholen. Wir sind nicht bereit, unsere vielfältige Wirtschaft in einer Dienstleistungsmonokultur zu verwandeln. Wir wollen keine Politik, die sich nur für die Anlockung von Hauptsitze von multinationalen Konzernen interessiert und
sich nicht um den Werkplatz, die Produktionsmittel, schlussendlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kümmert, die als Manövriermasse betrachtet werden. Die Schweiz widersteht weltweiten Krisen besser als England und Irland, weil sie bis jetzt auf eine lebendige Landwirtschaft, eine innovative Industrie, einen wettbewerbsfähigen Dienstleistungssektor zählen kann. Wenn wir heute die Abwanderung von Arbeitsplätzen aus der Industrie akzeptieren, verlieren wir für immer wertvolles Know-how, das nicht nur die Arbeitsplätze, sondern auch wirtschaftliche Stabilität sichert. Gemeinsam stellen wir doch an diesem Tag die Männer und Frauen dieses Land wieder ins Zentrum der wirtschaftlichen Diskussionen. Zusammen verteidigen wir ihre Kaufkraft und ihre Arbeitsplätze. Wir sorgen gemeinsam dafür, dass, wenn die Medien über Wirtschaftsvertreter sprechen, sie die Vertreter der Arbeitswelt meinen und nicht die Analysten der Finanzinstitute. Wir feiern diesen 1. Mai, Symbol der Rechte für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ihres unerschütterlichen Willens, die eigene Schicksal in die Hand zu nehmen. Ich wünsche allen einen spannenden 1. Mai. Es lebe den 1. Mai.